Hallo Maja. Hi. Du bist ja Gartenexpertin beim NABU. Schön, dass du heute Zeit hast und unsere Petition auch damit unterstützen kannst. Uns geht es darum, dass Wohnanlagen und Hinterhöfe, aber auch öffentliche Grünflächen natürlich so angelegt und vor allem gepflegt werden, dass auch eine vielfältige Natur davon was hat. Leider wird ja in der Praxis von den beauftragten Pflegefirmen Stadtgrün eher vernichtet als erhalten. Also Stichworte Laubbläser und Heckenschnitt im Sommer. Mich würde zuerst das Thema Anpflanzung interessieren. Die Wohnungsbaugesellschaften pflanzen ja sehr gerne Ziersträucher in ihre Grünanlagen. Ist die Pflege und Anschaffung von Ziersträuchern denn einfacher oder billiger als die von heimischen Sträuchern? In der Anschaffung kann das schon der Fall sein, in der Pflege auf jeden Fall nicht, weil heimische Sträucher wesentlich seltener geschnitten werden, einfach von ihrer Natur aus her. Da muss individuell vorgegangen werden. Eine Weide muss häufiger geschnitten werden als zum Beispiel ein Weißdorn, der bis zu 15 Jahre lang nicht geschnitten werden muss. Und natürlich, exotische Gehölze haben nicht so große Vorteile für die Artenvielfalt. Insekten können nicht an den Blüten saugen. Vögel können nicht die Beeren fressen, können sich nicht in den dornigen Zweigen verstecken, keine Nester bauen, weil Exoten das oft gar nicht haben, gar keine Nahrung bieten. Und auch Raupen von Schmetterlingen und von Insekten oft keine Nahrung bieten. Welche Sträucher hältst du denn am geeignetsten für Grünflächen an Wohnbebauung? Das kommt ein bisschen auf die Grünfläche an. Wenn man eine ganz ungestörte Fläche hat, wo niemand groß drunter durchläuft, kann man ruhig auch Gehölze nehmen, die Beeren tragen, zum Beispiel Weißdorn oder Schlehe, die sehr ausbreitungsstark sein kann. Und die am besten in einer schönen, gemischten Hecke pflanzen. Je breiter die sind, desto besser ist das und desto höher ist der ökologische Effekt. Und da gehen eigentlich alle heimischen, gebietsheimischen Arten, die wir hier in unserer Stadt quasi zu bieten haben. Wie häufig sollten denn Sträucher für einen guten Wuchs, aber auch gleichzeitig für eine Naturverträglichkeit geschnitten oder gepflegt werden? Möglichst selten. Wenn man sie auf den Stock setzt, ist es sehr schädlich für Tiere, weil sie keinen Unterschlupf mehr finden. Insekten können nicht mehr überwintern zum Beispiel, Vögel können sich nicht mehr verstecken, haben keinen Platz mehr, wo sie sich ausruhen können oder Nester bauen können. Und bei heimischen Gehölzen macht man es wirklich so, dass man sie sehr selten, 5 bis 10 Jahre sogar nicht schneidet. Und dann am besten selektiv vorgehen, also nicht alle abschneiden, sondern einzelne Gehölze, je nachdem, wie sie es brauchen, aus der Hecke dann schneiden. Wie ist das denn mit der Grünflächenpflege an sich? Diese Flächen werden ja sehr häufig gemäht, also am Boden meine ich jetzt, auch die öffentlichen Grünflächen tatsächlich. Das legt ja eigentlich nahe, dass dadurch auch entsprechende Kosten anfallen. Für die Tierwelt wäre es ja aber lebensnotwendig, seltener zu mähen. Auch für das Stadtklima leisten Blühwiesen ja einen wertvollen Beitrag. Wäre es denn teurer, eine Wiese zu pflegen, die nur 1 bis 2 Mal im Jahr gemäht wird? Nein, ganz im Gegenteil. Wiesen sind viel günstiger. Sie sind nur halb so teuer wie ein Rasen in der Folgepflege. Beispielsweise werden sie nur 1 bis 2 Mal im Jahr gemäht. Ein Rasen wird viel häufiger gemäht. Da muss man andauernd ran. Zudem sind sie besser fürs Klima, weil sie natürlich mehr CO2 speichern und weil sie den Boden besser bedecken. Der Boden wird also besser erhalten. Und Insekten finden Nahrung und Vögel finden auch Nahrung und Unterschlupf. Häufig antworten Vermieter ja auf die Frage nach weniger intensiver Grünflächenpflege, dass die Mieter es immer ordentlich wollen. Du bekommst ja auch viele Rückmeldungen zum naturnahen Grün und Gärtnern aus der Öffentlichkeit. Wie ist denn dein Eindruck von der Öffentlichkeit und der Gesellschaft? Also ich kann überhaupt nicht bestätigen, dass die Leute das immer ordentlich haben wollen. Natürlich kommen zu uns viele Menschen, die dem Naturschutz im NABU nahestehen, aber auch Menschen, die damit nichts zu tun haben. Und der Gedanke, Wildnis um sich rum zu haben oder auch gelenkte Wildnis oder ein bisschen Leben, ein bisschen Grün, der wird immer präsenter in den Köpfen der Menschen. Viele Leute wünschen sich das und das zeigen auch verschiedene Studien. Also das Bedürfnis, mit und in der Natur zu leben, wird auch für Städter immer größer. Hast du eine Einschätzung, wie die Behörden in den Bezirken oder auch im Senat so zur nachhaltigen Grünpflege eingestellt sind? Stößt man da auf offene Ohren oder ist das noch ein Tabuthema? Also man stößt immer mehr auf offene Ohren, es entwickelt sich alles, viele Bezirke sind schon auf einem guten Weg. Es gibt allerdings auch immer noch Bezirke, wo man sich es besser wünscht und mehr
passieren kann. Da ist auf jeden Fall mehr Potenzial. Und da fehlt vielleicht noch die eine oder andere Motivation, ein bisschen mehr Verbindlichkeit, dass die Bezirke das dann auch auf ihren Flächen umsetzen, auch ein bisschen mehr dahinter sind. Weil die Bürger wollen es, warum sollte der Bezirk das dann nicht wollen? Das ist eigentlich ein guter Übergang zum Ende. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Wenn ihr auch unsere lebendigen Höfe und Wohnanlagen fördern wollt oder unterstützt, dass es mehr Grün bei uns auch im wohnungsnahen Umfeld gibt, dann unterschreibt unsere Petition unter www.change.org/grüne-höfe-berlin. Danke dir.